Der muss weg. Hey. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Der kommt da durch. Das ist sehr schön. Ja, ich finde die Umgebung immer so schön. Also die Bilder von den Schlachtfeldern finde ich immer so schön. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass ich sonderlich viel Schaden von dem Matchup kriege, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich ohne Schaden aus dem rausgehe. Allein um die Infanterieeinheit wieder aufzupeppen, lohnt sich das jetzt eigentlich. Ist zwar eigentlich sonst eine totale Verschwendung, aber was soll's. Deno? Ja. Okay, ich dachte, du hast irgendwie kein Internetverbindungsprobleme. Nö, nö, ich war nur gerade ein bisschen schweigsam. Aber die Bildschirmübertragung hat wieder ein Problem. Schon wieder? Ja. Hm, soll ich dir nochmal eine neue geben? Pause, aber diesmal. Okay. Bin gleich wieder da. So, wir sind wieder da. Und die Bildschirmübertragung geht wieder. So. Komisch heute mit der Bildschirmübertragung, ja? Ja, sonst motzt die nicht so rum. Na dann. Machen wir hier mal weiter mit dem Aufräumprogramm. Machen wir das mal so rum.
Und schon haben wir wieder das nächste Gebiet hier mehr oder weniger freigekämpft. Ja, nur noch so ein Trooper und so eine ungefährliche Missel. Ja, die Missel, die interessiert mich da echt nicht. Die könnte ich stehen lassen. Die nehme ich vielleicht irgendwann mal mit, wenn irgendeine Einheit daneben stehen bleibt. Aber ich brauche wieder mehr Infanterieeinheiten. Weil die da unten sind mir ein bisschen zu wenig inzwischen. Oh, was kommt denn da? Ein Flak. Einen APC. APC! Sehr schön, das hat noch 5 gemacht, das habe ich gehofft. Dann kriege ich den jetzt tot. Kann ich hier nämlich noch das Besetzen anfangen. Nächste Super. Ja. Bei ihm dauert es ja nicht lang, bis die aufgeladen ist. Ja, der verliert ja auch jede Runde sehr viel. Ja. Hat ja auch nur 5 Sterne auf der Super. Ich habe im Vergleich schon 4 Sterne auf meiner normalen. Mit Kanbei zumindest. Für die Super brauche ich 7. Die zwei lasse ich mal da unten. Der hat das Schlachtschiff schon wieder Richtung Andy geschickt. Also kann bei Lester mir heute echt gut in Ruhe, muss ich mal so sagen. Ich glaube nicht, dass ich mit dem Jagdpanzer eine Infanterie gewonnen hätte kriegen, ne? Genau. Dann kümmerst du dich in der Zwischenzeit schon mal um den da. So, also die anfällig. Ja, die anfällig. Missiles. Also generell alle Fahrzeuge, die auf Reifen fahren, die sind extrem anfällig gegen Panzer. Und es gibt nur 3 Fahrzeuge, die mit Reifen fahren. Das sind Späher, Raketenwerfer und Missiles. Gerade nicht hin, ist egal. Ich muss auf jeden Fall nur den hier mal ein bisschen auftanken.
Ja, ich spare auf dem Schlachtschiff. Brauche ich jetzt. Flieger habe ich gerade eh genug. Der traut sich nicht mal, meinen Medium Tank anzugreifen mit seinem eigenen. Kanbei ist einfach zu mächtig. Wow. Videotech einfach mal pulverisiert. Wenn Kanbei so einen Neotank hat, dann nutzt ihn auch. So. Ach, ich glaube, den muss ich sowieso weiter da oben dann mal auftanken lassen. So. Von da oben sollte ich den nicht angreifen. Yep. So, jetzt haben wir ein Schlachtschiff. Von da oben ist die mir überhaupt nicht gefährlich, okay. Wie weit kommen wir denn da oben schon hin? Schon relativ weit. Der hat ja kaum noch was da stehen. Ja, das U-Boot kann ja auch nicht an Land schieben, ne? Nö, U-Boote ist nur gegen andere U-Boote, gegen Kreuzer und gegen Schlachtschiffe, aber gegen einen Kreuzer würde ich mit einem U-Boot nicht wirklich angreifen. Da kriegst du mehr aufs Maul, als du aufs Maul gibst. Das U-Boot oder der Kreuzer? Das U-Boot kriegt mehr aufs Maul. Kreuzer sind die Anti-U-Boot-Einheiten. Ja, dann macht's ja Sinn. Kreuzer können eh nur insgesamt 5 Einheiten angreifen. Eine davon ist das U-Boot. Die anderen 5 sind die 4 Flugeinheiten. Da haben wir gerade so einen schönen Vormarsch, da müssen wir jetzt nicht mehr wirklich hinterher laufen. Okay. Selbst mit einer Super erwischt haben wir den dann nicht mehr.
weiter da unten. Der kommt auch nicht dahin. Nicht mehr mit einer Super von ihm. Der eine K-Heli hat gleich keine Munition mehr, glaube ich. Ja, das bisschen reicht ihm noch. Nein, wirklich, ich kann mal schnell rüber zum APC schicken. So, 8 HP, der ist wieder fit. Kanbei hat freie Bahn. Ja, sieht so aus, als würde Kanbei das Rennen machen. Weil er diesem wirklich alles im Andy entgegengeworfen hat. Normalerweise stehen hier immer mindestens noch 3 Schlachtschiffe, die mir meine Panzer wegschließen, während ich versuche hier vorzudringen. Wieder aufpassen. Das U-Boot muss zuerst weg. Nächste Runde eine Super. Damit würde man alle, würde man zumindest einen Kopf darunter schießen. Das will ich gerade nicht. Nächste Runde habe ich gewonnen. Ich glaube, ich mache einen Abgang nochmal mit einem richtig großen Knall. Ja? Meine nächste Runde sollte ich noch eine Super offen haben. Ja, habe ich jetzt schon. Gerade aufgeploppt. Thank you.
weil es ist eigentlich egal, ob ich eine Power oder eine Super dafür bin. Oh, verdammt, jetzt habe ich das Ding da übersehen. Das ist das Einzige, was mich jetzt vielleicht noch dran hindern könnte, jetzt mit Kanbei noch zu gewinnen. Ja, mal schauen. Okay. Ups, der hat überhaupt keine Muni mehr. Das habe ich jetzt total verpeilt, das mal nachzuschauen. Okay, er hat mir abgeschossen. Wozu hat der da jetzt einen Jäger gebaut? Muss ich, glaube ich, nicht verstehen, oder? Ja, die Super kriegt er jetzt trotzdem. Auch wenn ich die Pipeline damit jetzt nicht mehr one-hitten kann, aber mit 6 HP sollte ich das Ding zumindest nochmal um ungefähr 70% erleichtern können. War relativ gut geschätzt. Was soll's? Bisschen was bringt das jetzt gerade auch. Da will ich auf jeden Fall anschwächen, damit er mal meinen Neotank von Kanbei nicht kaputt schießt. Also nicht, dass er das jetzt noch großartig könnte, aber geht ums Prinzip. Ja. Ich meine, ich habe einen Samurai Spirit gezogen, da passiert nicht mehr allzu viel. Aber mit 3 HP macht er trotzdem wesentlich weniger Schaden, als wenn er noch volle hat. Das kriege ich mit einem Kopterschuss leider nicht mehr weg. Wenn ich mit einem gerade mal 25 mache. So.
Dann wäre das erledigt. Er hat sich nicht mehr die Mühe gemacht, ihn anzuschießen. Gut, soll mir auch recht sein. Ich weiß nicht, wie viele Einheiten ich verloren habe. Ich tue lieber noch mal ein bisschen vorbeugende Maßnahmen treffen. Und tschüss. So. Na, immerhin. Es ist noch ein S-Rang. Ja.